Willkommen, Freunde, zu einer neuen Folge hier zu Minecraft. Eine unerwartete Reise. Ja, die Sonne geht schon wieder langsam unter. Und ja, ich würde sagen, wir legen uns erstmal hin. Und dann besprechen wir den Plan für den neuen Tag. Wir haben in den letzten Folgen, finde ich, einen wichtigen Schritt gemacht in Richtung unserer Sortiermaschine, weil wir haben uns den notwendigen Nähquarz geholt. Bedeutet, wir haben auch hier unser Portal in Betrieb genommen. So, wir brauchen jetzt noch ein paar verschiedene Gegenstände und die würde ich jetzt einfach so nach und nach uns mal organisieren. Wir machen mal noch ganz kurz auf die Schnelle das hier ein bisschen ordentlicher. Das liegt mir noch so ein bisschen am Herzen. Weil ich würde gerne schon die Steine durchgängig machen. Wir nehmen hier kurz ein paar weg, weil uns fehlt, glaubt, das ein oder andere. Und nehmen da dazu einfach hier die dunklen Steine. Ja. So. Dann können wir... Wir haben halt nur 9 Stück, ne? Mein Gott, die Schwabe, die sind auch sowas von geizig. So, dann bräuchten wir hier... Beziehungsweise, warte mal, wir machen es mal anders. Ich habe ja schon beim letzten Mal erwähnt, da gibt es doch... Für euch ist es na klar alltäglich. Aber solche Bruchsteinstufen. Ja. Also, die brauchen wir. Wir flitzen mal ganz kurz rüber in die Höhle. Beziehungsweise irgendwo in die Nähe, wo wir Steine herkriegen. Ich glaube, da oben konnten wir auch noch welche abbauen, ne? Dass wir hier so auf die Schnelle noch ein paar Bruchsteine uns organisieren können. Wir werden dann eh nach und nach welche holen, um uns die Treppe noch zu organisieren. Genau, hier hatten wir ja unser Abbaugebiet. Dann nehmen wir mal kurz ein paar mit, dass wir mal ein paar ordentliche Treppenstufen uns machen können. So ein Stack oder so ein halbes sollte eigentlich schon reichen. Heiliges Blechle. Meine Stimme ist immer noch so ein bisschen... Ich weiß gar nicht. Das will gar nicht mehr so wirklich. Ich habe jetzt mal ein neues Mikrofon noch dran. Neue Einstellungen und so weiter. Damit wir hier auch mal ein ordentliches Let's Play auf die Beine stellen können. Und auch zukünftig. So, guck mal. Haben wir ein Stack. Und dann gehen wir wieder hoch. Ich will mich jetzt unbedingt so ein bisschen drauf konzentrieren, damit wir diese Sortiermaschine endlich in Betrieb nehmen können. So, und dann werden wir nämlich auch in unsere Haupthöhle noch diesen Weg montieren oder aufbauen. Ich habe mir auch überlegt, für unten für unser Nether-Portal, dass wir da solche Steine mit Moos uns noch organisieren. So, guck mal. Ich weiß gar nicht, wie viel da rauskriegen. 8 Stück. Testen wir mal, ob das uns schon reicht. Also allein anhand unserem Inventar sieht man, es ist einfach notwendig, ne? Dass wir das Ganze gestalten. Können wir da jetzt schon hier das so hinmachen? Reicht es schon? Mir ging es eigentlich jetzt nur darum wegen der Tür, dass die dann auch nachher ordentlich steht. Kommt die hoch? Heiligsblechle. Wie machen wir das am geschicktesten? Nur da mal kurz so ein bisschen was rausschmeißen. Ist das möglich? Ich will mal bloß ganz kurz diese Tür hochholen.
So. Der Plan wäre nämlich, dass wir die Tür da oben dann ja, so nicht ordentlich hinstellen können. So, guck mal, so. Und dann wäre eigentlich der Plan, die Tür. Ja, genau, das war nämlich das, was ich gedacht habe. Also, hilft nichts. Wir brauchen einen hundsgewöhnlichen Bruchstein noch. Damit wir hier wenigstens noch reinkommen. So. Und dann können wir mit den Treppen anfangen. Ich nehme einfach mal Erde, damit wir nicht ganz so viel verschwenden. So, guck mal, jetzt können wir nämlich auch ordentlich hochlaufen. Dann kommt die wieder hierher. Und dann soll wieder die Drückerplatte hin. Und zwar... Oh Gott, das geht auch nicht. Okay. Dann machen wir einfach nochmal eine hin, dass wir die Drückerplatte, weil die ist auf jeden Fall wichtig, die Drückerplatte. Die möchte ich unbedingt haben. Weil ich kenne mich. Ich vergesse wieder, die Tür zuzumachen. So. Ich glaube, irgendwie so hätte ich mir das jetzt mal gedenkt. Ja, ich glaube, wir stopfen das einfach mit der Erde zu. Vorsicht, ich will nicht in den Nether. So. So. Ja, ich glaube, das ist soweit ganz okay. Na, wenn wir jetzt hier ab und zu mal noch ein paar Dinge reinkloppen können, mit so Moossteinen oder so, ich glaube, dann passt das ganz gut. Ja, so. Jetzt können wir nämlich diese Drückerplatte hier hin machen und je nachdem sollte uns irgendjemand begleiten raus aus dem Nether oder so, dass zumindest die Tür zu ist. So stelle ich mir es zumindest mal vor. Gut. Wir gehen nach oben und gucken mal in unsere Sortierkiste, also Vorbereitung für die Sortierkiste. Wir brauchen diese ganzen Sachen, brauchen wir auf jeden Fall. Was haben wir denn sonst noch? Redstone. Da gibt es noch irgendwie so eine... Das ist kein Plattenspieler. Das sieht so ähnlich aus wie so ein Ofen. Ich muss da gleich mal noch einen Blick auf die Anleitung schmeißen. Na, solche Steine meine ich. Bemooster Bruchstein. Ich glaube, das würde da unten drin auch ganz cool aussehen. So, jetzt war da aber doch irgendwo das Thema. Pass auf. Das wird jetzt so ein bisschen ein Gekatte. Und zwar brauche ich erstmal noch einen Spender. Spender. Ach, guck mal, genau. Wer hat mir das geschrieben? Ich kann hier auch suchen. Spender. Genau. Okay, wir brauchen Bruchstein und Redstone, das kriegen wir hin, glaube ich. Haben wir so genügend Bruchsteine? Ich glaube, ja. So war das, ne? Und so, einen Spender brauchen wir. Dann haben wir das eigentlich auch schon mal. So, und dann brauchen wir noch solche Steinziegel. Aus Stein. Wie kriege ich einen Stein, ohne dass es ein Bruchstein wird? Gute Frage, nächste Frage. Ich nehme jetzt mal einen Bruchstein hier rein, zum Gucken, was daraus wird.
Ich glaube, das sieht ganz gut aus. Jawohl, Stein. Okay. Dann machen wir mal. Und zumindest, wenn ich die Anleitung so sehe, aktuell brauche ich 3 Stück. Ich muss unbedingt mal mein Inventar leeren. So, und jetzt sind wir ja gleich durch. Zack, dann haben wir schon mal genügend Steine. Ich packe einfach mal alles da rein, dass ich so ein bisschen den Überblick bewahre, was wir alles haben und was wir noch alles brauchen. Das können wir mal alles hier reinpacken. Gold ist hier noch. Ja. So. So, dann gehen wir mal runter und schauen uns das Ganze an. Und zwar werden wir anfangen. Wir nehmen uns das Ganze hier mal zur Brust. Hier wollen wir das Ganze mal langsam integrieren. So. Und zwar, wenn ich das richtig sehe, brauchen wir jetzt die 3 Steine und den Spender als allererstes. Es ist halt alles rappelvoll, ne? Da hast du ja keinen Überblick mehr. So. Wir brauchen den. Wir brauchen den. Wir brauchen den. Und die Kisten brauchen wir auf jeden Fall. So. Dann muss es wie folgt aussehen. Wir brauchen unten 2 Steine. Ist ein Selbstexperiment, ne? Ich habe keine Ahnung. Obwohl, er nimmt eigentlich hier Bruchstein. Warum sagt er da, ich brauche Steine? Ich lasse die 4 Stück mal noch zur Sicherheit, weil die werden ja somit wieder zum Bruchstein, wenn ich das richtig gesehen habe. Bruchstein. Dann setzt er den Spender oben drauf mit der Öffnung nach hier rüber. Genau. So, und da danach kommt eine Kiste. Und darunter kommt ein Trichter. So. Das wäre mal Step 1. So, als nächstes brauchen wir irgendwo so ein Redstone. Ist das der Komparator? Lass mal sehen. Ich glaube nicht, dass es Komparator war. Da gibt es doch nochmal einen. Wo war denn der nochmal? Was. Ich glaube, das könnte ein Verstärker gewesen sein. Ich meine, das ist ein Verstärker. Lass mich mal gucken. Okay, wir bauen auf jeden Fall einen Komparator und den haben wir ja schon, glaube ich, ne? Genau. So, ich glaube, ich muss es unten nochmal ein bisschen anders aufteilen, das Ganze. Das wird ein bisschen heftiger, als ich mir das vorgestellt habe. Die Schaufel habe ich jetzt keine dabei, ja. Was soll der Geiz? Da oben müssen wir dann wahrscheinlich zumachen, ne? Ich hoffe, wir haben genügend Platz hier unten. Das war na klar alles so eine spontane Idee. Ich glaube, es ist schon wieder Nacht, ne? So. Jetzt kommt da dahinter dieser Komparator. Und zwar so hin. Und da dahinter kommt wieder ein, ich nehme jetzt einfach den Stein, irgendein Block. Ja, komm, mach mal ein bisschen Licht. Ist nicht verkehrt. So, einen Block. Und dann muss ich wieder spiegeln. So, dann brauchen wir einen Verstärker noch. Müssen wir uns machen.
Dulli. Ja, ja. Aber egal, macht nichts. Ich brauche die jetzt sowieso. Werdet ihr gleich sehen. Redstone haben wir. Ich glaube aber, wir brauchen Redstone-Fackeln, wenn ich das richtig gesehen habe. Für den Verstärker. Ich muss mir das einfach angewöhnen. So. Redstone-Fackeln, 2 Stück. 3 Steine in der Mitte. Redstone, guck mal, hier haben wir doch noch 2. Zack. Also. Wir haben gesagt, wir sind Redstone. Wir haben gesagt, 2 Fackeln und Steine. Haben wir einen Verstärker. Gut. Und jetzt wird es nämlich ein bisschen knifflig. Ich glaube, das passt hier unten. Wir hätten erst unser Sortiersystem bauen müssen und dann da dahinter, glaube ich, oder beziehungsweise daran dann angelehnt unsere Umgebung. Egal, ist ein spannendes Projekt. Ja, mal was Neues für mich. Habe ich so in der Art und Weise auch noch nie gemacht. Jetzt gucken wir mal, wie weit wir hier durchkommen. Wir müssen nämlich auf jeden Fall 2 Blöcke weiter rüber. Bisher würde es noch passen. So, wir brauchen... ich muss immer so hinter 4 gucken. Das ist so ein bisschen creepy. Der Stein, dann kommt hier der Verstärker hin. So. Und jetzt müssten wir hier vorne 2 Blöcke hinmachen. Oh, das ist echt ein bisschen tricky, das Ganze. Ich sag's euch. Machen wir mal das Ganze hier weg erstmal. So. Dann würden jetzt hier nämlich 2 Blöcke hinkommen. Und da das kollidiert ein bisschen mit unserer Treppe. Aktuell noch okay. Der muss die Halbbude abreißen hier. So. Also, dann würden hier... Das Schwab spart wieder. Ne? 2 Blöcke hinkommen. Haben wir noch, ja. So. Einmal das. Ich glaube, wir müssen eh gleich noch hier dann etwas rüberziehen. Machen wir mal hier gleich frei. Gut. Werfen wir nochmal einen Blick rüber. So, als nächstes müssen wir das verbinden. Und zwar mit diesem Redstone-Staub. So. Dann wird es soweit schon mal verbunden. Ich mache mal ein bisschen Licht, damit man hier auch sieht, was ich tue. So, dann brauchen wir nochmal einen Komperator. Ich glaube, ich mache mir am besten mal hier unten noch eine Kiste hin, ne? So, einen Komperator. Komperator. Redstone. Fackeln. Fangen wir an mit Redstone-Fackeln. Nein, das wollte ich alles nicht. So. 3 Stück waren es. Zack. Und was war es noch? 3 Steine und Nähtequarz. So, rein theoretisch können wir es anwählen, ne? So. Zack. Ab nach unten. Dann brauchen wir hier gegen diesen... Sortierer. Diesen Komperator. Zack. Und dann müssen wir das Ganze wieder verbinden mit dem hier. Und soweit, so gut. So, als nächstes geht's hier entlang. Und zwar müssen wir hier auch ganz kurz ein bisschen Platz schaffen. Das Ganze hier muss erstmal weg, weil jetzt kommen... Tatsächlich auf diese Höhe. Okay, wir müssen uns kurz eine Axt machen. Haben wir hier überhaupt noch irgendwo
ein bisschen erhunzt wenig Holz. Ich will jetzt nicht die Dinger verwenden. Ja, komm, machen wir mal so. 8 Stück. Können wir dann immer wieder gebrauchen und machen uns gleich eine Eisenaxt. Was soll der Geiz? So. Also, dann packen wir das ganze Zeug auf die Schnelle raus. Das können wir nachher wieder verbauen. Das schauen wir uns dann zum Schluss an. Jetzt will ich erstmal schauen, ob wir das überhaupt zum Laufen kriegen. Das ist so ein bisschen der Reizgrad für mich an der ganzen Geschichte. Die hätten wir eigentlich drin lassen können, sehe ich gerade. Weil ich schwer davon ausgehe, dass wir ja den Holzboden drin lassen. So, dann brauchen wir weitere Kisten. Und zwar würde dann in dem Fall hier unten, ich glaube, eins frei und dann eine Kiste kommen. Ich hoffe, das passt so. Weil alles andere sieht irgendwie ein bisschen zu nahe aus. Wir leihen uns kurz hier 3 Stück aus. Machen wir das Ganze mal hier als erstes mal fertig. Die 3 Truhen haben wir. Lass mich mal kurz gucken. Nee, ich glaube, da muss eins frei bleiben. So. Das würde dann irgendwo so nachher aussehen, das Ganze. So weit, so gut. So, als nächstes brauchen wir nochmal ein paar Trichter. Gott, das ist eine Riesenbaustelle hier. Absolutes Chaos. 3 Stück reicht, glaube ich, jetzt nicht. Wir können ja mal gleich noch dieses... Ich glaube, wir brauchen Eisen, ne? Haben wir noch irgendwo Eisen übrig? Das habe ich natürlich für die Axt das ganze Zeug verwendet, ne? Okay, also dann machen wir erstmal die 3 Stück. Wir müssen unbedingt nochmal ein bisschen farmen gehen. So, und zwar brauchen wir dann diese 3 Trichter. Hier drüben. Lass mich da mal kurz durch ein bisschen. Und hier Arbeitsplatz. So. Und zwar kommen die Trichter dann zu dieser Öffnung hin. Wie machen wir das dann geschickt? Ist das egal? Ah, deswegen geht es nicht. Okay. Deswegen hat er sich dann Hilfsblock hingebaut. Okay, verstanden. 1, 2, 3. Dann machen wir hier einen Hilfsblock hin. Machen einmal den hin. Und dann können wir die nämlich so zumachen. Aber ich glaube, ich habe die falsche Richtung. Ja, der hat eine Richtung hier. Und zwar müssen die nämlich in diese Richtung zu dem hier. Kriege ich das überhaupt hin so? Ja, die müssen alle so wie der hier. Müssen die alle rein? Das wird jetzt, na klar, ein bisschen tricky, das Ganze. Naja, das... Da haben wir ein bisschen zu wenig Platz, sehe ich gerade. Kriegen wir das dann so hin? Ja, so sieht's gut aus. Alle in diese Richtung, dann können wir den hier erstmal wieder wegmachen. Warum habe ich eigentlich die hier? Brauche ich diese halben? Eigentlich nicht, ne? Ist für oben. Glaube ich nicht relevant. Ich glaube, die haben wir nur aus ästhetischen Gründen, in Anführungsstrichen, hier reingepackt. So. Jetzt bräuchten wir nochmal ein paar Trichter, die unten dran kommen. Bedeutet, wir müssen in der nächsten Folge nochmal ein bisschen Eisenerz organisieren gehen. Wir haben einen Plan. Soweit, so gut. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, lasst mir gerne ein Like da und wir sehen uns bei der hoffentlich Vollendung hier von unserem Sortiersystem. Macht's gut, bis dann, euer Yogi. Ciao.